Ciao Ragazzi, hier ist wieder eure Julia von Edeka und heute habe ich euch ein leckeres Rezept für einen Polenta-Auflauf mit Linsenbolognese mitgebracht, im Original Polenta Pasticciata genannt. Und wie ihr die genauso köstlich auch auf vegetarische Art hinbekommt und wie ihr diese tollen Auflaufschichten macht, das zeige ich euch jetzt. Los geht's. Unser Polenta-Auflauf besteht ja aus zwei Schichten, nämlich einmal die Polenta-Rauten und der Linsenbolognese. Ich fange mit den Polenta-Rauten an. Dafür brauchen wir Maisgrieß, 250 Gramm, denn das Rezept ist für 4 Personen. Ihr könnt das aber auch alles nochmal nachlesen. Ich habe das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe hier 1 Liter kochendes Wasser. Da habe ich 1 Teelöffel Salz dazu gegeben. Und jetzt kommt noch der Maisgrieß dazu. Ich habe jetzt übrigens feinen Maisgrieß genommen. Ihr könnt auch groben nehmen, das funktioniert auch und schmeckt auch. Dann müsst ihr nur die Kochzeit ein kleines bisschen verlängern. Ich lasse das jetzt einmal aufkochen und rühre das gut unter. Und dann stelle ich das auf eine kleinere Flamme und dann kann das so für 10 Minuten vor sich hin blubbern. Die 10 Minuten sind um. Wir geben jetzt noch ein bisschen geriebenen Gouda dazu. Das macht die Polenta noch cremiger und noch leckerer. Da ich das ja gerne vegetarisch machen will, habe ich darauf geachtet, dass bei dem Käse kein tierischer Lab dabei ist. Von dem Käse wiege ich mir einmal 50 Gramm ab. Und den rühren wir jetzt einfach in die Polenta. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein mit Backpapier belegtes Backblech vorbereitet und da gebe ich jetzt die Polenta drauf und streiche die schön glatt, so ungefähr 1 cm dick. Die Polenta soll jetzt fest werden, damit wir da später Rauten rausschneiden können. Dafür stelle ich das eine Stunde kalt. Wenn ihr es besonders eilig habt, könnt ihr es auch einfach 10 Minuten in den Gefrierschrank stellen. Für unsere Linsenbolognese brauchen wir natürlich Linsen und dafür nehme ich diesmal die roten, weil es einfach zur Bolognese als Farbe so super passt. Das sind 250 Gramm, die habe ich vorher einmal mit Wasser abgespült und jetzt kommen sie in kochendes Salzwasser. Die Linsen müssen jetzt für 8 Minuten in dem kochenden Wasser garen und dann schrecke ich sie mit kaltem Wasser ab. Ich koche die übrigens separat, um den Garpunkt genau bestimmen zu können, denn dann sind sie hinterher schön bissfest und fallen mir nicht auseinander. Das Ganze wäre so ein bisschen tricky, wenn man das parallel in der Soße macht. Für unsere Linsenbolognese brauchen wir natürlich auch Gemüse. Da habe ich mir schon was vorbereitet und zwar 2 Selleriestangen, die sind schon gewaschen, 2 Karotten schon geschält, eine Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. Außerdem noch ein bisschen Rosmarin. Und das ganze Gemüse wird jetzt ganz fein geschnitten. Ich habe mir jetzt hier schon mal eine Pfanne heiß gemacht. Da gebe ich 3 Esslöffel Olivenöl ungefähr rein und dann brate ich mir das ganze Gemüse erstmal an. Das Gemüse wird mit 50 ml Rotwein abgelöscht. Außerdem gebe ich noch 2 Esslöffel Balsamico-Essig dazu, das gibt eine ganz angenehme Säure. Wenn die Flüssigkeit hier eingekocht ist, dann gebe ich die abgetropften Linsen dazu. Nun kommen 800 Gramm stückige Tomaten dazu. Ich gebe jetzt noch 2 Esslöffel Ahornsirup dazu und schmecke das Ganze mit Pfeffer und Salz ab. Wichtig, wenn ihr die nächsten Rezepte nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr das natürlich einmal abschmeckt, bevor das gleich in den Ofen geht. Mmh. Ist jetzt schon sehr lecker. Die Polenta ist mittlerweile abgekühlt und auch fest geworden. Das kann man mit dem Finger so ein bisschen spüren. Die wird jetzt in 4-6 cm lange Rauten geschnitten. Damit das jetzt Rauten werden, setze ich das Messer diagonal an. An dieser Stelle könnt ihr auch gerne schön den Backofen vorheizen, und zwar 175 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt wird das Ganze in die Auflaufform geschichtet, und zwar die Bolognese, die Polenta und auch der Käse. Tschub, 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 tschub. Die Auflaufform habe ich mir schon mal gefettet, also kann es losgehen. Von der Bolognese müsst ihr so ungefähr die Hälfte nehmen, weil es ja 2 Bolognese-Schichten werden. Insgesamt sind es ja 100 Gramm Käse, das heißt, ich nehme 50 Gramm bei der ersten Schicht und dann 50 Gramm bei der zweiten. Und nun kommt der Auflauf in den Ofen und zwar für 30 Minuten. Mmh, es riecht schon hervorragend und gut aussehen tut es auch. Es wird jetzt sogar noch hübscher, denn hier kommt noch frisch gehackte Petersilie obendrauf. Der beste Teil beim Kochen ist natürlich das Essen und deswegen wird jetzt probiert. Mmh, lecker. Also ich finde die Kombi genial mit dieser leicht süßlichen Bolognese und dazu die cremige Polenta. Insgesamt super mediterran und lecker. Habt ihr auch schon italienische Klassiker vegetarisch neu interpretiert? Hinterlasst mir gerne eure Ideen für Rezepte unten in den Kommentaren.
Ich habe euch hier noch einen italienischen Klassiker und einen weiteren Auflauf verlinkt. Um nichts mehr davon zu verpassen, abonniert hier unseren Kanal.